Hallihallo und herzlich willkommen zu A Way Out. Ein Let's Play zusammen mit mir und dem Frosty. Wir sind hier gerade am Anfang bei den Einstellungen und ja, ich würde sagen, wir starten gleich mal los. Zum Fortfahren eine beliebige Taste drücken. Lokales Spiel, Online-Spiel. So, mal gucken, wo bleibt denn der Frosty? Hallo? Ja. Ja, da sind wir. Da haben wir halt Intro. Ja, schade, ne? So. Online spielen oder lokale spielen? Online, oder? Online, genau. Lass mich mal kurz einladen. Kurz die Grafikeinstellung durchgehen. Vollbild, V-Sync an, Texturqualität, Schattenqualität. Ich hau einfach mal alles auf Ultra. Ich hau einfach mal alles hoch. Das Spiel ist, glaube ich, auch nicht so anfordern. Nee. So, V-Sync ist an, der Rest ist egal. Audio, Steuerung, V-Sync übernehmen. Ist an, okay. Ja. So, online spielen. Oder nee, Quatsch, das war jetzt falsch, oder? Wollen wir nicht ein lokales Spiel? Nee, online. Lokal ist ja, wenn beide am einen Computer sitzen. F. Freunde wählen. Ah. Ich weiß, woran das liegt. Kann das sein, weil wir bei Origin keine Freunde sind? Das mag sein. Ja. Schalte ich nochmal schnell rüber. Freunde. Freunde hinzufügen. Akzeptieren. Freunde hinzufügen. Ah, was ist denn? Ja, sorry. Oh, nerv mich doch nicht. Neuronen. Brust. Profil ansehen. Freundschaftsanfrage senden. Was will ich denn, ob ich? Vielleicht bei Freunden? Ah ja, okay. 59 bist du gar nicht geboren, Junge. 59, was? 1959 bist du gar nicht geboren. Wo steht das? Hä? Dein Name. Dein Username bei Origin. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da. Oh Gott. Oh Gott, das ist ja Asbach. Oh Gott, der muss sich auch mal ändern. Das ist ja schrecklich. So, nochmal abbrechen. F, Neuronenfrost. Oh, das ist auch noch mein altes Logo. Ja. Muss ich teilen. Oh Gott, das ist ja völlig falsch, der Name. Steht jetzt der falsche Name da? Ich kann mich schön zurücklehnen. Ah, mich ans Ruder spielen. Ja, gönn dir, Bruder. Gönn dir. So, was ist jetzt? Neues Spiel. Hast du angenommen? Ja, bei mir lädt er auch irgendwie. Okay, weil ihr Spieler 2 einladen. Neues Spiel. Yes. Ach, jetzt. Neuronfrost. Spiel starten. Also Hellspawn. Oh Gott, ist der Mann. Uralter Name. Wer ist denn das? Kenn ich gar nicht. Vincent, what's your plan after this? I don't know. Haven't really thought about it. You haven't thought about it? That must be a first for you, Mr. Overthinker. There's a difference between overthinking things and being smart, Leo. Are you implying that I'm not smart? Your words, not mine. Hey, I might not be smart in your book, but I do get shit done. Can't argue with that. Hey, wen willst du spielen? So, soll ich den Linken spielen? Und du den Rechten? Oder willst du? Ja, ich habe einen großen Safe, du hast einen Bart. Ja, das ist so passe. So, Straftaten. Betrug, Unterschlagung, Mord. Strafmaß, 14 Jahre Haft. Persönlichkeit, rational, diszipliniert, zurückhalten. Oh, das passt zu mir. Vorgeschichte. Nach Abschluss seines Finanzstudiums und der Heirat mit seiner Highschool-Liebe trat Vincent einen Job im Banksektor an. Sein Leben geriet aus den Fugen, als er durch die Aussicht auf schnelles Geld in die Welt der organisierten Verbrechen hineingezogen wurde. Oha. Ja, du bist schon ein alter Verbrecher. Ja, 43, aber eigentlich vom Alter her müssen wir andersrum machen, ne? Genau, vom Alter her müssen wir noch andersrum sein. Was Mord, Junge? Du bist ein Mörder, ich nicht. Ich? Nein, der ist mir ins Messer gelaufen. Was soll ich denn machen? So, ich bin bereit.
Ich bin bereit. Wird gestartet. Bin bereit. Ich hoffe, das Spiel ist laut genug bei mir. I hope so too. Kippt der Bus um. Ich hoffe nicht. Oha. Ist ja schon ein bisschen einschüchternd. Bei uns hier in der Nähe ist ja auch ein Knast. Sieht so ähnlich aus, nur aus Backstein. Echt? Okay. No. Gar keinen Bock. Gar keinen Bock auf Knast. Gar keinen Bock. Bei mich bin das Frischfleisch, das ist immer ungünstig. Ja, wie war es jetzt am Abend noch? Alter, das ist voll riesig. Wie geil ist das denn? Ja, also, du willst ja auch nicht in 5 Minuten draußen sein, oder? Ja, ne, also sieht mal richtig geil aus, finde ich. Ah, da bin ich ja. Ach, guck mal. Oh, und das bist du so. Ja. Guck, guck. Bin auf der falschen Seite eigentlich. Na egal. So. Lass mal gucken. Mal gucken, ob ich das mit Tastatur so hinkriege. Ja, da steht wie so ein Triebtäter. Notgeiler Stelzbock. Guck dir an. Ich war schon auf mein Frischfleisch. Lauf mal in die Richtung, mal gucken, was passiert. Die schießen die sehr ab, du. Da sagt aber keiner was. Entschuldigung, ich bin aus Versehen hier. Ich habe gar nichts gemacht. Oh ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ich weiß. Wieso da oben stehen, die alten Stelzböcke, weißt du? Die wollen alle nur meinen Hintern. Guck sie dir an. Ich auch rennen? Aber wie schön, wie so ein schön langsam läuft. Ich kann ja nicht mal rennen. Steht er denn? Da oben steht er. Ich sehe dich schon. Ich seh dich so schon, ne? Ich seh dich hier oben, da Hallöchen. Stress mich nicht, ich muss gucken. Hallo. Rossi, wuhu. Ja, und du? Was soll ich jetzt Hallo. Machen? Oh, was ist mit ihm? Kann ich mit ihm reden? Hey, are you okay? What do you want? Was ich will, geh ich einen Scheißrig an. Bleib stark, Junge. Lass mich vorbei. You think I'm weak? You think I'm a pussy, huh? Well, you're wrong if you do, because I fuck people up. Oh. I fuck them up real good. You fucking got that? Down. Yeah, I'm sure you do. Good luck. Entschuldigung, dass ich dich angesprochen habe, Prinzessin. Hey, warum ist bei dir der Bildschirm so groß und bei mir so klein? Weil ich mehr Platz brauche. Keine Ahnung. Ah, ne, jetzt wird's größer. I can't survive in here. I don't belong in here, man. Das sind wahrscheinlich die Filmsequenzen. Das wird schon, Junge, das wird schon. I'm sure you'll be fine. Noch ein Breaking Bad. We're fucked in here. Just try to calm down, okay? Worrying about it won't. Beruhigen Sie sich. I know. Just can't help it. Machen wir gewöhnlich dran oder du bist hier nicht im Urlaub? Bist hier nicht im Urlaub, Prinzessin? Also ich bin nett zu den Leuten erstmal. Hallo. Hey, fass mich nicht an, Junge. Look, dude, I don't want any trouble. Just leave me alone. Relax, I'm just trying to toughen you up. Oh man, I'm not the tough type. Ist ja wie bei der Einschloss und bei der Grundausbildung hier. Ja. Hallo. Jetzt muss ich ja noch was unterschreiben. Wo muss ich jetzt überhaupt hin wieder? That's all I need. Move along. Hallo. Oh, Entschuldigung. Was ist hier der Wartebereich? Eine Schnache? Das ist eine Knarre? Wollte gerade sagen. mit ja, ich schieß mich mal durch hier. Mörder gleich wieder wach, ja. Ich schieß mich hier mal durch.
I'm telling you, best day ever. Hallo. Ich hier weiter. Ausziehen. Also ich laufe in die Ecke und da steht ausziehen. Oh, wie er da steht, gucken die an, den Kleinen hier, mit der Sonnenbrille und dem Oberlippenbart. Der will mich nackig sehen. Ich wollte sagen, ja. Gucken die an, den kleinen Perversen. Dann mach ich mich halt nackig, wenn es sein muss. Und der andere kommt gleich von hinten, guckst dir an. Alter, was ist hier los? Und dann klatscht er auch noch. Ja, schwierig. Arme hoch und nicht bewegen. Schwierig. Alles klar. Jawohl, aber so schnell wie ich mich ausgezogen habe, könnte ich als Stripper arbeiten. Oha. Hallo. Ist der Neid. Oh nee, lass mal. So, einmal bücken. Und jetzt fällt in den Hintern rein. Ach so, eine schöne Rückenmassage ist auch was Schönes. Ah. Ah, unangenehm. Mach die Tür auf hier, Mann. Au. Er war jetzt aber nicht nett, ey. So. Was muss ich jetzt machen? Du musst überhaupt hin. Ich das wüsste. Du läufst doch hier rum. Hallo. Oh oh. You two, break it up. Now. Oha. Ich glaube, ich habe einen Freund. Fuck you and him. Oh oh. Du bist auch ein Freund. Der Hansi Hinterseher kommt. Der macht jetzt Generalinspektion bei dir. My name is Williams and this is my. Ach, unten seid ihr ja. Hallo. Any questions? Hallo? Yeah. When are we allowed visitors in here? Weißt du, einfach mal die Fresse halten und keine dumme Fragen stellen. Ja, selber Schuld, Trottel. Aua. Aber so einen gibt's any immer, other ne? Questions? Ja. Good. Welcome to your new home. We're done here. You heard a man move out. We don't have all day. Wie er sich wieder die nackten Männer anguckt, der Perverse. Weißt du, steht oben auf der Brüstung und guckt sich hier die nackten Männer an. Schlimm, schlimm, ey. Ja, aber da ist gar keiner. Wo ist denn hier einer? Da halte ich mal meinen Lörres rein. Meditation. Kann ich mit ihm reden? Was denn? Entschuldigung, soll ich hier hoch? Das ist nicht frei, oder? Oh ja? Hallo? Bin ich hier richtig? Nein, bin ich nicht. Muss ich überhaupt lang? Na, sieht so aus, ne? Was ist mit dir? Oh, jetzt fasst er mich auch noch an, ey. Hallo? Peace, man. Get dressed. Gott, ey. Ah, darf ich mich endlich anziehen? Das ist aber schön. Kannst du mal weggucken? Hey, Leo. Alter. Looks like you got yourself a new neighbor. Perverse Sau, ey. Der führt dir gleich was ein. Ja, guck mal, wie er mir zuguckt, wie lüstern. Perversling. Alter. I don't know, man. Kein, die Augen nicht weggemacht hier. Yeah, no problem. 49. Da komm ich jetzt mal her, du. Let's go. Ja. Inside. Hey, relax. I said do it. Go. Hey, take it easy, man. What's wrong with you? Close up cell 48. Ich bin Zelle 48. Ja, wir sind Neighbors. Ich hätte aber gern 47. Dann wäre ich der Hitman. Oh. Hey, Leo. What? Someone wants to talk to you. Yeah? Who? I don't know, man. It's over there. That's all I know. That's all I know. So. Chili Vanilli, Chili Vanilli. Was ist mit ihm da? Ist er irgendwie nicht ganz dicht? Wo bist du denn überhaupt? Ich sitz hier und chill mein Leben. Ja, aber wo? So, irgendwie woanders. Okay. Was ist denn mit dem hier? Option? What are you guys looking at? See that guard over there? I hate him. Interessante Punkte in der Nähe finden. I'm gonna kill him. No, man. You can't do that. They'll just throw you back in and it'll be for good this time. Oh, was kann ich hier machen? I don't care. Und hep. Und hep.
Und hep. Ich bin voll die Kiste, ey. Your friend is right. Put this one. Guard would put us all in a world of pain. Voll unrealistisch, als ob ich 6 Klimmzüge schaffe. Are you siding with the guards? No, I'm siding with common sense. You, you take him out, oh God. You're gonna make all our lives miserable. Yeah, oh God. I agree. Listen to him. I don't care. Ah, komm, einen noch. He's a dead man. Whatever. Good luck. Man. Und 10! Oh, komm, das langt. Ich will das auch mal machen. So, gleich hier noch was, komm. Oh, hier für den Trizeps noch. Und eins. Und zwei. Das ist ja schön, hier kann man sich schön fit machen. Aber das ist schon von Vorteil im Knast. Und gleichzeitig kann ich noch meinen Zeigefinger schön fit machen im E-Spam. Are you cheating? Of course not. It's skills. I'm so, you, I checked the dice. I might just. So, was mit euch hier? You look like you need to work out. Just beef up a little. You think? Especially if you want to survive in here. Yeah. Hier warst du auch eben, ne? Was ist mit ihm? Guck ihn mal an. Siehst du das mit seiner rechten Hand? Was der macht? Siehst du das? Was ist mit ihm? Ich sag's dir jetzt mal nicht. Was ist mit ihm? But is this all the equipment you have? It's all the equipment you need. Ach hier, komm mal. Da ist jünger, bin ich auch mehr. Ja. Ich hab 10 geschafft, locker. Da hab ich aufgehört. Was ist mit ihm? Den Muskellosen, ey. Right, left, right. You impressed yet? Nein. Not really. Thanks for the show. Sure. You're welcome. Alter, was ist mit ihm mit seiner Hand, dieser kleine? Alter, was? Guck ihn dir mal an hier. Sei nix so, ey. Hey, widerlich. Widerlich. 15, das muss reichen. Das Biest, Junge. Was ist los jetzt? Kann ich auch mal ein Basketball? Hat jemand einen Basketball für mich? Zieh euch alle ab. Michael R. Jordan. Hallo, was wartet ihr auf dem Bus oder was? What do you want, new fish? Das ist ein neuer Fisch? Nothing. Just checking the place out. For your own sake. Ich hab hier auch check someplace else. Nice to meet you too. Kann ich mal eine in die Schnauze hauen, du hässlicher? Wie kann ich ihn hier zuschlagen? Also was Unfreundliches. Wo bist denn du eigentlich? Ja, weiß ich nicht, weiß auch nicht, wo du bist. Komm, einen noch. Oh yeah. Who's the man? Wer ist der Größe? Ja, du musst, glaube ich, rüberkommen hier zu mir. Ich bin hier auf der anderen Seite. Du musst hier durch die Türen. Über das Basketballfeld. What the hell are these guys? Da gibt es bestimmt Schläge. Ja. Oh, die sehen auf jeden Fall nett und freundlich aus. Mit denen kann man bestimmt reden. Was hab ich gesagt? Oh, hallo, ich helfe dir. Warte. It's time to play. What the fuck do you want? It's not about what I want. It's about what Harvey wants. That piece of shit better be happy he's on the outside. He might be on the outside. Hallo, ich will dir helfen. But he still pays me good, huh? He still pays me good. He pays me really good to kill you. And I don't really like you, so it's a win-win situation for me. Yeah. A win-win. Der Akzent, ne? Ja, a win-win situation. Was ist denn jetzt? Lass mich mal durch hier. Hey, hey, es war so klar, ey. Warum? Kuckuck. Ja. Come on, motherfucker. Ja, jetzt gibt's aufs Maul hier. Schrift dich in die Schnauze, du. Ich will auch mal. Fette Kopfnuss, Junge. Ja, du kriegst nur aufs Maul. Oh, ich bin toll. Jetzt, und? Komm. Jawohl. Oh. Und? Junge. Kam mal einfach so angesprungen. Was er meint, wer er ist. Ja, bleib lieber liegen. Also, ey. Das hat wehgetan, ey. Das hat auf jeden Fall wehgetan. Hey.
Warum darfst du mehr kämpfen wie ich? Meine Reihe. Jetzt. Und komm, 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 komm. Und. Jawollo. Oh. Kopf los. Oh, was ist denn jetzt? Oh, oh. Oh, oh. Der fällt mir ein paar. Schnell hinlegen, schnell hinlegen. Jetzt kommt der Schlägertrupp. Jetzt gibt's ihm Knüppel. Order! Break it up before I put you all in solitary. You better watch your back. Ja. You keep moving. Zieh dir eine, Junge. Stay the hell away from me, okay? Hä? Warum? Hä? Warum machst du mich jetzt blöd an? Weißt du, ich helfe dir und dann werde ich noch blöd gemacht. Bist ja, du vor einer, ey. Also so eine unfreundliche Person. Wie immer. Ja, ist echt so, ey. Weißt du, da hilft man noch und ist freundlich. Dann kriegt man noch, halt dich fern von mir, du Arsch. Merke ich mir. Das ist Futter. Ja, also, endlich. Ich hab Hunger. Here you go. Come on, I don't got all day. Gern einmal die Kante und Ente mit der Nummer 4 und eine Frühlingsrolle dazu. Next. Das ist ja auf dich hingeschissen, ja. Das muss so. Huch, habe ich jetzt irgendwas gedrückt? Ich hoffe nicht. Eine Flasche am Streamdeck hängen geblieben. Der sieht gut aus, oder? Warte, ich trinke. So. Was setze ich mich jetzt? Hier oder was? Da haben wir nicht. Oh Mann, ist ja gut. Oh, muss schon wieder durch so Leute durch, ja. Wäre ich jetzt verprügelt? How about you two lovebirds have a chat somewhere else? I want to eat. Hey, is someone talking? No? I don't hear anyone. I don't hear anyone. Me neither. Ey, das sieht ein bisschen aus wie Teddy Tickleborn hier, der mit dem Ding vor mir. Oh. You hearing me now? Hey, what the hell are you doing? Hast du gerade schon wieder einen geschlagen? Don't fuck with me, I'm hungry. Alter. Oh, sure, damn, man, go ahead. Shit. Du bist ganz schön gewalttätig, ne? Wie kann ich jetzt essen? Also, vorsichtig, ne? Steht doch da eh. Ja, eh kann ich trinken, ja, aber essen. Ich trinke ja nur die ganze Zeit. Ah, jetzt. Oh, 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 oh. Hey, you, here I come. Mann, Alter, der gibt mir aber langsam auf den Flöten, ey. Warte, ich helf dir. Jetzt krieg ich schon wieder aufs Maul. Jedes Mal. Habe ich jetzt keine Zähne mehr im Mund, oder? Das wäre ja auch so, wie eine Zahnlücke hätte. Komm, hau ihn auf den Grill. Hau ihn auf den Grill. Genau. Einmal mit der Fritteuse was auf die Kasse hauen. Oh, oh. Here, take this. Danke. Hey, das wollte eigentlich ich. Warum hat er das jetzt? Ich will den Kochlöffel hier. Ess. Oh, oh, oh. Ich soll mich vorstehen. Au. Let me carve you up. Come on, scumbag. Come on, come on. Hä, was ist denn? Nimm doch das. Fuck you, man. Au. Come on, come on. Wie lange ist die Küche denn, Alter? Hä? Was ist denn jetzt? Da kommt er. Hä? Ja, da ich hab's auch nicht verstanden. Aua! Oh, oh. Der fällt am Ende über welchen Menschen mit. Oh, oh. Ja, jetzt ist auf jeden Fall. Jetzt auf jeden Fall. Piu, piu. Jetzt ist er auf jeden Fall tot. Alter. Selber schuld, was macht er so eine Scheiße? Puh. Alter Schwede. Hat er einfach mal eine Wache abgestochen. Oh, Schwester. Mm. Hallo? Was denn? Schäm dich. Don't you have worse things to worry about in here? Just be careful. Es tut mir mehr weh als dir, mein Sohn. Er ist nur ein Spritzer, Junge. Mach wie er rumheult, ey. You'll be alright. Just lay down and rest for a while. Lässt du mir? Ja, ja, ja. Alter! Schäme er sich. Oh, ein Schraubenzieher. Im Fachjargon auch Schraubendreher genannt.
Oh. Hey. Hey. I'm Leo. Komm, ignorieren einfach. Vincent. Oh nein. Listen, thanks. Don't mention. Guck mal, ich sag nur danke. Ja. Jetzt auf einmal, vorhin beschimpfst du mich noch. Jetzt kommst du angeschissen. What's your beef with that guy anyway? Let's just say it's a long story. But don't worry about him. It's a long story. Could you do me a favor? Like what? There's something I need. What's that exactly? Nothing, man. It's simple. I just need you to watch my back while I get it, that's all. Sorry. Ich glaube, das habe ich schon mal bei jemandem gesehen. Da muss ich jetzt versuchen, da hinzukommen und du musst ihn mal ablenken, ne? Ach so, ja, kann sein. You can't just walk out of here. Of course I can. Ich mache hier gar nichts. Kannst gucken, wie du klarkommst. Alright, alright, I'll help you. Alright, alright. Just don't get caught. Okay. Soll ich jetzt einen Herzinfarkt vortäuschen, oder was? Warum vortäuschen? Klingel einfach die ganze Zeit die Schwester. Schwester, Schwester! Aufstehen. G, wie kommt denn auf G? I'll distract the nurse. Just watch out for her. So, und wie bücke ich mich jetzt oder so? Hallo? Warum sollst du dich bücken? Oh, ja, leg dich mal hin, Junge! Leg dich hin! Boah, Alter! So, jetzt lenke ich mal schön ab. Schwester, ich hab da so Schmerzen. Unterhalb der Decke. I got a sore throat. So, wie verstecke ich mich denn jetzt? Can I have some water, please? Ah, okay. X. Sure. Thanks. Mir ist kalt, Schwester. Mir ist so kalt. Wie kannst du jetzt den Bullen da ablenken? Gar nicht, ich muss das selber machen. Schmeißen wir seinen Kopf oder so. I need to wait for that guard to move. I hope I'm not bothering you. Of course not. It's my job. Ich weiß nicht, wer an dem vorbeikommen soll. Ah, jetzt. Der geht doch einfach. So, how did you end up working in a prison? I've lived nearby my whole life, so it just kind of made sense. Er hat einfach das Glas runtergeschmissen. Shit. Oh nein. Du musst ja irgendwie gleich den Bullen ablenken. Wie denn? Das ist ein Kaffee verschüttet. Lauf doch! Lauf doch! Lauf! Andi! Oh, yes. So, jetzt musst du den noch ablenken, oder was? Nee, den kannst du, da musst du selber durch. Als ob der da 8 Stunden in der Ecke steht und dann sich rumspielt. So, was muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich wieder zurück, oder? Anything else? Nein, wo will er das hin? Ah, auf Toilette, okay. Die Bar ist und mehr. Kannst du sie nochmal ablenken, dass sie irgendwann... Ja, ich hab solche Schmerzen. Solche Schmerzen unter der Decke. Weißt du, ich soll nicht sagen. Ja. Yeah, I've got this throbbing headache. Ich hab voll in meine Rechnung, das ist scheiße. I'm seeing flashes here. Is there something you can give me for it? Give me something. Close my eyes. It hurts really bad. Okay, I'll give you some pills and water. Okay, I appreciate it. Ich schmeiß das Glas auch nicht mehr runter. Nicht? Nee, ich versuch's. Wie sie gar keinen Bock mehr hat, weißt du? Wie sie schon abartig genervt ist von mir. Alter, bleib unten. Ja, der steht immer automatisch auf. Frag mich nicht warum. Warum denn? Warum steht er immer automatisch auf? Ja. Was macht sie denn? Ich denke, die holt mir Tabletten und Wasser. Ich leg mich schnell wieder hin. So. Alter. Ah. Ey, Junge. Junge, Junge, Junge. Hat er gestorben, ist doch alles gut. Ja. Mein Herz. Oh, oh. Ja. Ja. Genau, das frage ich mich jetzt auch. Es versteckt dann irgendwo. Ach, das ist eine Pfeile oder was? Nee, hier so. Hey, what are you up to? Farbe oder so, ne? Ach, hier so ein Arsch. Ja, wie heißt der? Meißel. Meißel, genau. Hausmeißel. Hausmeister, was? Haus. Holzmeißel. Ja, genau. Ein Hausmeister. So, können wir jetzt endlich ausbrechen, ich hab keinen Bock mehr.
Diese Enge in diesem Gefängnis macht mich einfach fertig. Dieser Männerüberschuss. Komme ich gar nicht klar. Du machst Testosteron. So, what's your plan? Excuse me? I know what you're up to. Verstehe die Frage nicht. Talking about. Ein Teechen einschenken? Come on now. Oh, der ist heiß. So heiß wie ich. Oh, aua. Bitte? Ich hab mich halt verbrannt. Look, I appreciate what you did back there, but you need to back off. Hey, what? Oh. I'm sure you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here too. Yeah? Not my problem. Just offering my help here. Hey, you know what? I don't need your help. I can handle myself. Yeah? Like you did in the infirmary back there? You trying to be funny? No, I'm not. Listen, I'm pretty much in on this. Just trying to make you understand that you could really use my help. Like I said, I can handle myself. Jetzt nimm doch einfach mal Hilfe an. Harvey, then? Sturer Bock, ey. Hallo. The fuck do you know about Harvey? Who you been talking to? The walls are thin in here. Am I supposed to believe that? Let's just say that you and me have something in common. We both want him dead. Okay. Wer ist denn Harvey? Harvey Dent. Two-Face. You don't know shit about me, man. Maybe not. But Harvey killed someone very close to me. With or without you, I'm going after him. With or without you. But I'm pretty damn sure our chances would be a lot better if we worked together. And you know that. Nicht, dass du mich gleich küsst, ne? Das hab ich halt gedacht, ey. Ich schnüffel die Seele. Ja, so eine typische Filmszene. Tiefer Blick in die Augen und dann. Schlapper, schlapper. So, brechen wir jetzt endlich mal aus hier. Keine Zeit. Wir essen zeitig. Was für ein Riesenzinken, ey. Ja, voll, ne? Du musst auch mal irgendwann schlafen.